Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Ja, Peter Radenkovic, Sie sind nach 1,5 Jahren wieder in München. Wie gefällt es Ihnen in München nach dieser schweren Corona-Zeit in Belgrad? Ja, also meine Zeit hier in München, bin ich jetzt 3 Wochen, hat sich gezeichnet, dass München insgesamt hat sich sehr verändert in diese 18 Monate. Inwiefern? In alle Richtungen. Das heißt jetzt, was genau? Die Straßen sind andere geworden. Die Firmen in die Geschäfte haben besetzt unbekannte Namen. Macht Ihnen das ein bisschen Angst? Weil Sie sind schon seit den 60er Jahren in München gewesen, sind dann vor einigen Jahren eben zurück nach Belgrad gegangen. Aber macht das einen Angst, wenn man die Stadt anders kennt? Angst macht mir nicht, aber Enttäuschung. Riesenenttäuschung. Also ich weiß nicht, wann ich wieder nach München kommen sollte, wieder für eine Woche oder so. Weil einfach dieser Straßenbau, diese Alle der München ist nicht mehr dieser München, wo ich 60 Jahre da gelebt habe. Also der Flair ist verloren gegangen, ja. Kann man das so sagen? Ja. Okay. Ja. Aber Sie waren ja trotzdem gerne am Viktualienmarkt wahrscheinlich. Auch nicht mehr, so wie früher. Mhm. Auch nicht. Wie war es jetzt für Sie in Belgrad, mit dieser Corona-Krise umzugehen? Da war ungefähr am Anfang strengste überhaupt, wo wir eine Haussperre gehabt haben, wo wir nicht aus dem Haus gehen können, dürfen. Mhm. Das hat gedauert ungefähr 3-4 Monate. Und dann später hat sich die Situation gelockert. Und die ganze Corona, diese Folgen sind unwahrscheinlich groß geworden. Und muss ich wirklich sagen, die Leute sind unvorbereitet gekommen. Wir in Serbien haben natürlich nicht diese technischen Möglichkeiten wie EG, Deutschland, vor allem Deutschland. Aber wie ich das gesehen habe, am Anfang haben sich auch in EG und ganze Westen dilettantisch entschieden haben, wie sollte man diese Coronavirus überwinden. Mhm. Sie werden im Oktober 87 Jahre alt. Wie ist die Gesundheit, die eigene Gesundheit? Gesundheit ist, ich meine, ich habe in den letzten 10 Jahren sehr viele gesundheitliche Operationen überstanden. Und die haben sich alle gut überstanden. Aber auch diese Corona, diese Kasernierung und so weiter, hat mich mehr zurückgeworfen als meine gesundheitliche Operation. Wie schwer hat Sie der Tod von Ihrem alten Freund Peter Grosser getroffen? Das hat mich wie ein Blitz getroffen, wo ich gehört habe, weil bevor dieser Coronavirus bin ich gekommen 2-3 Mal im Jahr und haben wir uns immer getroffen. Er, Freddy Heiß, ich, ab und zu Patzke. Und dann haben wir über alte Zeiten gesprochen und so. Und der Peter Grosser war immer ein das habe ich immer betont. Ich habe nie verstanden, dass Peter Grosser nach so vielen Misserfolgen bei 1860 nicht eine zur Idee gekommen ist, den Peter Grosser zu nehmen als Trainer, welcher bewiesen hat mit Unterhaching, was er konnte. Ein kleiner Unterhaching in die Bundesliga geführt. Und das habe ich natürlich nie verstanden, haben wir immer über diese Situation gesprochen. Es war eine besondere Zeit, eure Zeit damals in den 60er Jahren mit dem TSV 1860. Wie kann man diese Zeit eigentlich nicht hoch genug bewerten? Ihr habt eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Wie gehen da die Erinnerungen noch in diese Zeit zurück? Ja, das war ein Wunder, ein Fußballwunder in dieser Zeit, wo Bundesliga gekommen ist. Ja,
Und wo Münchner Vereine 1860 und Bayern im Grunde genommen eine Fußballprovinz war in Deutschland. Weil in dieser Liga Süd, da waren die renommierten Mannschaften absolut die Spitze. Der Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, Kickers Offenbach und so weiter. Die zwei Münchner Vereine sind abgefallen aus dieser Regionalliga in eine Stufe tiefer und wieder zurückgekommen. Aber bei Playoffs und so haben wir nichts zu bestimmen. So dass das ist das, diese Wunder überhaupt, dass diese zwei niederwertige Fußballvereine überhaupt in die Bundesliga gekommen sind. Und 1965, 3 Jahre nach der Bundesliga, der Münchner war das einzige Stadt mit zwei Bundesliga-Vereinen, mit zwei Absteiger, 60 und Bayern. Aber was ist damals passiert, dass diese erfolgreiche Zeit nicht fortgesetzt werden konnte? Man war süddeutscher Meister, man war Pokalsieger, man stand im Europapokalfinale gegen West Ham United. 66 war man deutscher Meister, 67 deutscher Vizemeister und dann ging es rapide bergab. Ja, da muss man natürlich sofort vergleichen, was 68 und FC Bayern gemacht hat. Der FC Bayern hat diese Zeit, wo 60 8 Nationalspieler verkauft hat für wenig Geld, mit ihrer jungen Mannschaft, eine Mannschaft für die Zukunft. 15 Jahre hat diese junge Mannschaft beherrscht europäischen Fußball. Und das sind die Unterschiede. Die Löwen spielen heute nur noch in der dritten Liga, haben jetzt vor einigen Wochen knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst. Wie enttäuscht waren Sie? Haben Sie das mitbekommen überhaupt? Ich verfolge das überhaupt nicht. Schon lange. Aber gerade habe ich dir vorher schon gesagt, zufälligerweise, seit ich da bin, habe ich im Fernsehen gesehen, Spielplan für die nächste Bundesliga, erste und zweite. Und für die zweite Bundesliga auf einmal habe ich die Mannschaften gesehen, Nürnberg, Hamburg, Bremen, Schalke und so weiter. Elite, damalige Fußball. Und das zeigt auch, dass 1860 nicht alleine Verein war mit katastrophaler Führung, sondern auch die viel größeren Vereine, wie ich die genannt habe, haben das miterlebt durch schlechtes Management, dass die so tief gefallen sind. Was waren dann für Sie jetzt die Kardinalfehler, vor allem in den letzten Jahren, unter anderem vielleicht auch der Verkauf der Allianz Arena? Sie hatten ja damals auch eine Loge in der Allianz Arena. War das ein Kardinalfehler, dass man diese Loge bzw. dieses Stadion für 50% verkauft hat? Das selbstverständlich. Verkauft ja, aber nicht verschenkt. Diese 50% hat Bayern München ungefähr 16 Millionen, ich glaube, Mark, D-Mark. 11,3 Millionen hat Bayern München die Anteile von 60 München sich zu verkaufen. Aber Gelder. Erstmal 13 Millionen war eine Leihe von Bayern München, 13 Millionen. Und dann, das war 10 Jahre, nach 10 Jahren, hat Bayern geliehen 60, 13 Millionen. 3 Jahre später hat 60 wieder war ohne Geld und hat geboten noch 3 Millionen. Das heißt 13 plus 3. Für 16 Millionen hat 1860 abgegeben 50% an die Arena. Rade, ich muss jetzt korrigieren, es sind insgesamt 11,3 Millionen Euro gewesen. Also für 11,3 Millionen Euro hat 60 diese Anteile verkauft und um nicht mehr Geld leider. Ist es denn bitter für diesen Verein, dass man so ein Objekt verschenkt? Ja, das meine ich. Ja. Aber was sind die Hintergründe? Warum hat 60 das mit sich machen lassen? Wo waren die Aufsichtsräte? Ja. Wir haben vorher gesprochen über Zeiten, über 60er Jahre.
wo dieser Desaster gekommen ist, wo 8 Nationalspieler verkauft sind. Wer hat diesen Verein geführt in dieser Zeit? Klar. Analysieren Sie ein bisschen die Leute, brauchen wir jetzt die Namen zu nennen oder so. Analysieren Sie, wer hat diesen Verein geführt. Aber jetzt komme ich wieder zurück auf die jetzige Zustand in die deutsche Fußball, wo ich Ihnen jetzt diese 5 absolut Größe in deutsche Fußball gesehen habe in die zweite Liga. Das sind die Ergebnisse, wo auch die 1860 miterlebt hat. Mhm. Glauben Sie, dass man 60 München nochmal, oder glauben Sie, dass Sie 60 München nochmal in der Bundesliga sehen werden? Man soll nie sagen, aber erstmal hat mich das ein bisschen beruhigt, wo ich diese 5 Vereine in die zweite Liga gesehen habe. Das heißt, wenn 60 in diese Gesellschaft von diesen 5 ehemaligen Größen in deutschen Fußball mitspielen konnte, dann soll auf die Bundesliga überhaupt nicht mehr zu denken ist. Ja, und diese Geschichte mit dem Grünwalder Stadion, das ist ja immer das Thema bei 1860 München. Sie haben das früher schon selber miterlebt. Eine Fan-Teil kämpft für dieses Grünwalder Stadion. Hat man da Verständnis als ehemaliger Spieler von 60 München? Ich meine, Sie waren lang genug, haben in der Stadt München gelebt, aber kann man das nachvollziehen? Es war immerhin Ihr Wohnzimmer. Ich verstehe das nicht, dass man so lange Jahre sich beschäftigt mit dem Thema 60er Stadion. Das ist eine Vergangenheit. Inzwischen sind 2 modernste Stadien gebaut in ganzer Welt. Das ist die Olympiastadion und Arena. Und wir achten, wir sprechen über 60er Stadion. Was soll das? Okay. Haben Sie da irgendeine Fantasie dafür, warum das so ist? Ja, weil das einfach, die Leute haben diese Misserfolge von 1860 in diese Jahre gekoppelt mit Stadionwechsel. Das heißt, die größten Erfolge waren in diesem Stadion, kleines Stadion, ja? Mhm. Aber das Zukunft kann man nicht mit Vergangenheit irgendwo koppeln. Und dass man sagt, ja, wir sind heute so schlecht, weil wir haben dieses kleine Stadion verlassen. Nein, die hätten Management verlassen, dann hätten die heute noch in die Arena ihre 50% gehabt. Und 60 hat ja auch aus der Tradition heraus sehr, sehr viele Fans. Und in das Grünwalder Stadion passen nur 15.000 Zuschauer rein, das muss man ja auch wissen. Sicher, dass ich da von Anfang an. Was soll 1860 mit diesem Stadion? Erzählt nicht, jetzt ist was anderes. Mhm. Jetzt ist dieses Stadion sogar zu groß für 60. Na gut, es ist immer ausverkauft, das Grünwalder Stadion. Nein, gut. Aber gerade noch. Aber wenn 60 am Blick in die Bundesliga, erste, zweite Bundesliga kommt, dann braucht man ein Stadion mit 50.000, 60.000 Zuschauern. Und was sollte man mit diesem kleinen Stadion sein? Muss die Stadt München dem TSV 1860 helfen? Auch der Bürgermeister Dieter Reiter? Ich finde, der Stadt München hat sehr viel für 1860 getan in der Vergangenheit. Auch mit diesen 50% auf die große Arena. Was sollte man noch verlangen von der Stadt? Das ist richtig, ja. Weil die haben diese heute Milliardenhöhe für 13, 14 Millionen abgegeben. Da sagt man alles. Aber muss man nicht dann auch ein bisschen dem FC Bayern Vorwurf machen? Es gibt ja Gerüchte auch, dass das alles so lanciert war, dass der FC Bayern dann eben den Löwen irgendwann die Anteile abkaufen kann? So viel wie ich informiert bin, Bayern ist nicht an 60 angekommen mit dieser Idee, sondern umgekehrt. Der 60 hat Bayern angeboten 13 Millionen. Also brauchen 13 Millionen und dann nachher nochmal, dass die 50% übergeben sind an FC Bayern. Und ich kann das nicht verstehen, dass Deutschland ein Land
führende Land in EG, dass das sowas möglich ist, dass in so eine Stadt solche Diskussionen geführt werden. Ja, aber hätte da nicht die Stadt München einfach einen Riegel vorschieben müssen? Weil sie hat ja schließlich dieses Stadion für zwei Vereine gebaut, für den TSV 1860 und für den FC Bayern München. Ja. Aber hätte da nicht die Stadt einwirken müssen auf die zwei Vereine und sagen müssen? Selbstverständlich. Im Grunde genommen, in diesem Vertrag, da sind die drei Säulen gewesen für dieses Stadion. Stadt München, 50% Bayern, 50% 60. Da hätten die, ich weiß nicht, also ich bin kein Jurist, aber die hätten einen Vertrag ausgearbeitet, welcher heute normal ist. Wenn jemand will seinen Anteil verkaufen, dann müssen die alle drei einverstanden werden. So ist es. Und wo ist dann diese Klausel in diese Milliardeninvestition? Es gibt eine Gruppierung 60er-Fans, die immer sagen, dass die Allianz Arena war viel zu groß für 60 München. Was haben Sie da entgegenzusetzen? Heute schon. Aber für unsere Zeit zu klein. Also für die damalige Zeit in der zweiten Liga mit Blick Richtung Bundesliga? Zu klein. Weil wir haben in England bei Europapokalfinale 80.000 Zuschauer in Wembley gehabt. Das hätten wir auch, so wie Bayern München. Das Stadion ist für Bayern München zu klein. Und genau so klein konnte sein für 68 damals. In dieser Folge, welche wir gehabt haben. Das große Faustborn von 60 ist ja noch immer die Fanlandschaft, die große. Sind Sie oder ziehen Sie da den Hut, dass immer noch so viele Fans begeistert sind von diesem Verein? Oder was macht den TSV 68 für Sie besonders aus? Warum hat er so eine Zugkraft? Ja, gut. Das muss man wieder nochmal zurückgreifen. 1860 und Bayern München waren Fußballprovinz in deutschem Fußball. Und wir haben 1860 aus dieser Lage erreicht, dass unser Verein in den letzten 5 Jahren die erfolgreichste Verein in deutschem Fußball war. Trotz die großen damaligen Größen Nürnberg, Köln, Dortmund, Schalke, Eintracht Frankfurt und so weiter, und Hamburg und so weiter. Danke.